Willkommen zurück bei dem Wahnsinn, der da heißt Signalis. So, wir sind bereit, durch diese Tür zu gehen. Ich habe mich auch nochmal vorbereitet. Ich bin nochmal zurückgegangen, habe mir Heilung eingepackt und nochmal diverse Munition und Waffen. Und jetzt gehen wir da durch, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Am Ende habe ich wieder einen Bossfight vor mir und dann gucke ich blöd. Es ist unmöglich, weiterzugehen. Ich war hier schon so oft, aber ich bin nie zurückgekehrt. Die Kommandantin hat nie darüber gesprochen, was sie dort draußen gesehen hat. Bin sicher, was auch immer es war, es hat sie krank gemacht. Etwas an ihr hat sich verändert, als sie zurückkehrte. Sie war nicht mehr unsere geliebte Anführerin Falke. Was wartet jenseits der Schwelle? Es spielt keine Rolle. Thank you.
What? Das war's? Hinter dieser Tür? Sagt zwar die Antwort, aber... Ziemlich weird, wenn man mich fragt. Wir wurden mit mehr Fragen zurückgelassen als Antworten. Ich glaube, man kann sich aber schon so ein bisschen einen ungefähren Reim drauf machen, was sich hier abgespielt hat, aber es ist trotzdem mind fucking as hell. Und das finde ich einfach so geil. Es vereint, wie ich es ja schon mal angesprochen habe, so ein bisschen die Elemente aus Silent Hill und Resident Evil und das macht es echt ziemlich gut. So den psychologischen Aspekt aus Silent Hill, finde ich persönlich, hat das 30 Gamerscore das Ende. Versage? Okay. Anscheinend gibt es ein alternatives Ende. Also hätte mich auch gewundert, wenn es das Ende jetzt gäbe. Ich weiß aber leider nicht, was ich für ein anderes Ende tun muss. Vielleicht liefere ich das nochmal nach. Aber meine Gedanken nochmal kurz zusammenzufassen. Also, das Spiel fokussiert sich halt sehr darauf, ein Survival-Horror-Spiel zu sein, was ich gut finde. Es mixt halt viele verschiedene Elemente zusammen. Halt aus Oldschool-Spielen wie Resident Evil mit dem Inventarsystem und dann halt diesen psychologischen Aspekt von Silent Hill. Ich meine, gewisse Elemente überschneiden sich halt bei beiden Spielen so ein bisschen. Aber der Grundkern ist immer der gleiche. Es geht quasi darum zu überleben und sich nicht als übermächtiger Badass zu fühlen, sondern als eine überlebende Person eines Traumas, Massakers, eine Zombie-Apokalypse, nennt's wie ihr wollt. Da gibt es ja verschiedene Szenarien für. Jedoch muss ich sagen, dass mir die Aspekte von Silent Hill mir immer mehr zugesagt haben als die von Resident Evil. Weil Resident Evil ist für mich mehr so Klamauk eigentlich und es nimmt sich zwar, also es tut zwar auf Ernst, nimmt sich aber irgendwie nicht zu ernst, meines Erachtens nach. Und dadurch ist es halt auch so, ja, Japano überinszeniert. Und bei Silent Hill ist es halt mehr so, die Psyche wird im Prinzip des Protagonisten angegriffen und die Realität verschwimmt so ein bisschen und das ist eine dünne Grenze, auf der sich der Protagonist bewegt in den einzelnen Teilen. Und ähnlich ist es hier auch so, dass wir im Prinzip unsere Protagonistin Elster haben, die ein Android ist, aber jetzt nicht sagen kann, sind meine Erinnerungen noch meine Erinnerungen oder ist das jetzt schon etwas, was ich in den Kopf gepflanzt bekommen habe, was ist real und was nicht. Und so diese Frage ist wahrscheinlich eine entscheidende Komponente. Geh nochmal in den Startscreen. Gibt's ein New Game Plus eigentlich? Lass uns das mal kurz auschecken. Wach auf. Weil ich könnte ja meinen letzten Spielstand laden und nochmal das Ende mir anschauen. Ich will jetzt nur mal kurz, testen, was passiert, wenn wir jetzt die erste Cutscene hinter uns bringen und aus diesem Tank steigen. Ob mein Inventar leer ist oder ob ich noch meine Waffen habe. Es scheint kein New Game Plus zu geben, aber ich will das Ganze mir mal ansehen. Nee, gibt es nicht. Wenn ich für das Spiel eigentlich geil, wenn es New Game Plus Modus gegeben hätte. Also, dass im zweiten Durchlauf wir nochmal gewisse Items zum Beispiel nochmal einsammeln können, die wir nicht eingesammelt haben. Waffenverbesserungen gibt es hier ja keine. Das heißt, die Waffen, die wir haben, sind unsere Waffen. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie eine Station oder einen Händler gibt oder was weiß ich alles hier in dieser Welt, wo wir unsere Waffen noch pimpen können. Die haben einfach unterschiedliche Stats bzw. Schadensmodelle und ja, das war es dann halt auch schon. Ist ja sehr simpel gehalten. Ich glaube, wie viele Waffen hatten wir insgesamt? Ich glaube 6. Das passt auch vollkommen in Ordnung. Wir müssen nicht irgendwie übermäßig viele Waffen haben, wie es in manchen anderen Spielen der Fall ist. Und dann kannst du irgendwie mit den meisten Waffen nicht viel anfangen, weil du kannst nicht so viele Waffen mitnehmen. Das ist ja auch kein Doom, wo du im Prinzip jede Waffe mit dir rumführen kannst. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Es war auf jeden Fall ein echt geiler Trip und lohnt sich für jeden, der wirklich, wie gesagt, die beiden Genres mag, also Survival-Horror und psychologischer Horror. Mit dem Pixel-Art-Style muss man sich halt dementsprechend halt anfreunden. Das ist nicht für jedermann was. Aber ich finde, der ist extrem gut gelungen und bringt wirklich eine gewisse Atmosphäre, die ich in keinem Pixel-Art-Spiel so bisher gesehen habe, mit einer Horror-Ästhetik. Also es gibt Survival-Horror, Horror-Pixel-Art-Spiele, aber die meisten sind
nicht so deep und nicht so verspielt und nicht so auf einer psychologischen Ebene mit deiner Wahrnehmung spielend wie das jetzt. Meiner Meinung nach. Gut, aber das war's erstmal von dieser Folge Signalis und dem Ende dieses Let's Plays. Und ich bedanke mich schon mal recht herzlich, dass ihr bei diesem Trip mit dabei wart. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dann würde ich sagen, was Horror angeht, kommt noch einiges. Aber das Highlight diesen Monat wird natürlich das Dead Space Remake sein. Deswegen gucken wir uns das Remake an, sobald das erscheint. Und gucken mal natürlich, ob das Callisto-Protokoll irgendwie in irgendeiner Weise einen Rang ablaufen wird. Aber die zwei Spiele sind schwierig miteinander zu vergleichen eigentlich. Aber jedes Spiel hat was für sich, finde ich persönlich. Und deswegen ist es auch versuche ich auch meine Denkweise ein bisschen nochmal neu anzuordnen dieses Jahr, um auch mal zu reflektieren. Es muss nicht immer ein Vergleich zwischen anderen Titeln stattfinden. Das braucht es nicht. Das macht den anderen Titel vielleicht schlechter und lässt den anderen Titel im besseren Licht dastehen, obwohl beide einfach ihre Qualitäten haben oder ihre Quantitäten. Gut, das war es erstmal von mir. Vielen Dank, dass ihr bei Signalis dabei wart und dann sehen wir uns bei einem anderen Let's Play. Macht's gut, bin raus.